Moinsen Leute und willkommen zum fünften Modding-Tutorial mit Cobra auf dem Channel vom Sachsen-Let's Player. Worum geht's heute? Ja, wie in der letzten Folge schon angekündigt, geht's heute um darum, was ist eine Moddesk bzw. eine XML und wofür ist sie in LS gut? Ja, eine XML bzw. die Moddesk ist dafür verantwortlich, wo was liegt, beziehungsweise ich mache sie gerade mal auf. Hier habe ich schon etwas vorbereitet. Die Moddesk, ja, wie öffnen wir sie überhaupt? Rechtsklick, Edit with Notepad und schon da ist sie. Ja, den Notepad kriegt ihr, habt ihr wahrscheinlich schon vom vorletzten Video. Ja, mal sehen. Ihr werdet ihn schon haben, denke ich mir mal. Wenn nicht, dann Download-Link kommt nochmal in die Beschreibung. Und dann ist alles in Ordnung. Ja, was ist eine Moddesk oder eine XML? Ja. Moddesk im Spezifischen ist die XML, wo drin steht, wie der Mod heißt, im Auswahlfenster für ein MP. Das wäre dann hier der Mod, der Eintrag zwischen, ja, zwischen Titel, die Description, die im MP-Auswahlfenster steht, und halt der Store Picture, was im Auswahlfenster dann steht. Ja, Grundkenntnisse von Englisch sollten da sein. Ansonsten wird es mit der XML so gut wie gar nichts. Ja, also XML bzw. mit Moddesk braucht man, dass der Mod überhaupt läuft. Was wird definiert in der Moddesk? Ja, wie gesagt, der Name des Autors, die Version, Name im MP des Mods. Also im Auswahlfenster, Beschreibung im MP des Mods im Auswahlfenster und das Store Picture im Auswahlfenster vom Multiplayer und ob er Multiplayer fähig ist oder nicht. Dann kommt der ganz normale Name, beziehungsweise erste Store Items, Store Item Englisch, Store Item Deutsch ist auch nochmal definiert. Das heißt, bei Name kommt halt der Name hin, bei C-Data kommt dann eine Beschreibung rein. Ja, was denn noch? Ja, da fehlt jetzt ein ganz wichtiges, und zwar die Spezifikation. Die werden wir aber noch sehen, wie wir sie schreiben. Denn das kommt in einem der nächsten Videos. So viel zum Moddesk. Was ist XML an sich? XML ist sowas wie eine, ja, wie HTML oder C++, ist einfach eine Programmiersprache, die aber ganz anders genutzt wird. Es ist, ja, ganz anders kann man auch nicht sagen, aber es ist auch eine Programmiersprache, die eigentlich, zumindest für mich jetzt, recht simpel ist. Unter anderem wird in der Moddesk auch angezeigt, welchen Brand, das heißt, welche Firma. Ich sag jetzt mal, ihr macht ein Deutsch, da müsst ihr hier unten, hier, ich markiere, Deutsch schreiben. Ihr macht ein LKW, müsst ihr Machine-Typ anstatt Tractors LKW reinschreiben. Oder sonst was, lasst euch was einfallen. Ihr könnt da auch von mir aus begifte Welt hinschreiben, ist mir egal. Auf jeden Fall irgendwas reinschreiben. Wenn jetzt unter Diverses angezeigt werden soll, müsst ihr das unter MISC, schreibt einfach MISC rein, dann ist es unter Diverses. Ja, dann kommt der Daily Keep Up, also was er am Tag kosten soll, das steht hier, der Preis steht hier. Logisch, ne, wenn man Englisch kann, dann ist man klar im Vorteil, dann kann man hier das alles lesen. Ja, Image, Store Build im Store selber, nicht im MP-Auswahlfenster, kommt dann hier rein. Und noch so weitere Sachen, ja, XML, also die Fahrzeug-XML, wird der Pfad hier angegeben in der XML File Name. Ja, eigentlich war es das auch schon von der Moddesk. Die XML an sich werde ich dann in den späteren Tutorials vorstellen, weil die braucht man nämlich nur umzuschreiben und nicht unbedingt neu zu schreiben beziehungsweise nichts Neues reinzuschreiben, nur wenn man ein Skript einfügen will, und das zeige ich euch dann in einem der nächsten Videos. Genauso, das wird zusammengelegt mit den Spezifikationen einfügen in der Moddesk, wird auch gleich eingefügt in der XML.
Und es wird für die Leute, die bis jetzt noch keine Ahnung haben, wie man eine Spezifikation oder wie man ein Skript einfügt, relativ simpel werden. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder für heute. Und ich würde mal sagen, viel Spaß bei dem Tutorial. Hoffentlich habt ihr gehabt. Und viel Spaß bei den weiteren Tutorials. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, schreibt in die Kommentare, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann lasst es oder schreibt es auch rein. Ist mir egal. Und außerdem, wie gesagt, Notepad++ Link kommt nochmal unten in die Beschreibung. Ja, und das war's eigentlich auch wieder. Dann sage ich tschüss.